Gamelle! Hilau! Alaf! Apo! Und ich habe etwas Wunderschönes vorbereitet hier auf meiner Schlaggitarre. Heile, heile Gänschen, ist bald wieder gut. Kätzche, Hase, Schwänzchen, ist bald wieder gut. Heile, heile, Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Und jetzt, Anna, ich hab der Karnevalohren umgehängt. Es küt wie es küt. Drushba, Strasje. Und hier, alles aus internationaler Zucht, über viele Jahre, nach dem Motto, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ist bald wieder gut, Kätzchen, Schwänzchen, ist bald wieder gut, heile, heile. Mausespeck in 100 Jahren ist alles weg. Heile, heile Kindchen, ist bald wieder gut. Kätzchen, Hase, Schwänzchen, ist bald wieder gut. Und jetzt komme ich zur Feier des Tages am Weiberfastnacht. Zu den großen Weibern, es gibt nichts Neues, Schawan bleibt Schawan, vorerst. Sie wird eventuell in der Weihnachtszeit, wenn der Hunger der Hartz-IV-Leute ausgeweitet ist, auf dem Schlosspark ausgesetzt als Schawan. Und bekanntlich, in Notzeiten fangen sich diejenigen, die zu Weihnachten keine Gans kaufen können, sich einen Schwan. In der Pfanne ist der nicht so sehr anders. Daran kann man die Armut einer Gesellschaft sehen. Solange die Schwäne also Weihnachten nicht verschwinden, mögen sie hier, ich bin ja auch in den Farben der Saison eingekleidet, also weiterhin ihr Wesen tun. Ich habe hier bei Kai Diekmann heute etwas, was zum Karneval nicht passt, aber ich vermute mal, dass das hier Bild Berlin-Brandenburg ist und dass das dann aber in Düsseldorf oder im Ruhrgebiet, in Dortmund oder in Essen oder in Köln dann doch anders aussieht. Bei der, muss ich mal hier mich umdrehen und das andere Gebilde auch zeigen, bei der Prominenz der jeweiligen Lage, wir also dem Ernst des Karnevals auch in die Augen gucken dürfen, bei den Springer-Medien, da bin ich im Grunde genommen ganz sicher. Und hier ist es also auf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Mainz, das ist ja wohl Rheinland-Pfalz, aber es ist nicht weit weg von Frankfurt. Merkel spricht dem Schwan volles Vertrauen aus, hier ist der Schwan und da heißt es: Heile, heile Gänschen, ist bald wieder gut. Das Kätzchen harte Schwänzchen, ist bald wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Heile, heile Gänschen, ist bald wieder gut. Kätzchen, Hase, Schwänzchen. Ja, ich brauche nur meine Gitarre zu nehmen und kein Schnaps und kein Bier und alles nicht, weder alt noch Kölsch. Es geht auch so. Und das geht um Baum, Baum, Tetre. Tetre, tetre, das geht um, tetre, tetre.
Ja, das ist hier meine Karnevalsnummer, die dem Ernst des Lebens ins Auge schaut und das Auge ein bisschen zukneift und guckt sich genau den User an seinem unglaublich einsamen Keyboard an. Dann möchte man sagen, oh, ist das erotisch. Wenn ich als Blinder an meiner Raufasertapete den Roman der Raufasertapeten lese und es kommen die geilen Stellen, dann nehme ich meine Gitarre, La Guitarra Brasiliana, und dann ist Viva Colonia. Ich wollte sagen, Karneval ist schon gewissermaßen eine Erleichterung dadurch, dass die ganzen beschwerten Leute sich zusammendrängeln. Und im Gedränge geht dann vieles gar nicht, vieles schlechter, aber das eine oder andere geht besser. Und wer schon mal Karneval mitgemacht hat, der kann die Erfahrung des Karnevals dann beim nächsten Karneval schon anwenden, benutzen sozusagen. Und dann dauert es nicht lange, dann kriegt man sowas als Gitarrist, einen Karnevalorden. Oder hier als Sportler, ein Sportlerorden. Also ich würde mal sagen, das heißt hier irgendwie Sportkomitee der großen CCC, Chaos Computer Club Sowjetunion, ja. Das habe ich als Friedensaktivist bekommen. 1985 in der Dortmunder Westfalenhalle, da habe ich da über dem Portal der Westfalenhalle ein 9 Meter großes Kriegsbild für den Frieden aufgehängt. Und dann haben mir die wie hieß er noch, Valery Borsow, dieser wunderschöne 100 und 200 Meter Goldmedaillengewinner von der Olympiade, Olympischen Spielen in München, ja, Valery Borsow, der war wirklich so fett geworden, man konnte ihn aber erkennen, wenn ich mich nicht irre, ist er sogar inzwischen Sportminister geworden, irgendwann, er war so dick und hatte Plastiktüten und in den Plastiktüten hatten, mehrere Randen da mit Plastiktüten, hatten die Wodka drin, wirklich. Die gingen quasi, wie der Onanist mit seinen Tempotaschentüchern, gingen die mit den Wodkaflaschen hin und her, wo sie sich an die Tische saßen. Und da hatten sie dann auch Bücher. Ich habe ein wunderschönes Buch über russische Malerei bekommen, Peret Wischnicki, unglaublich toll. Und dann noch eins über ein anderes großes russisches Kunstmuseum, so ein sehr ärmliches, farbgedrucktes, da sieht man, dass die damals, ich rede jetzt von 1985 oder 1980, da konnten die noch nicht gut hochwertig farbige Bilder drucken in Büchern, wirklich. Also hätten sie gekonnt, wäre aber teuer gewesen. Ne? Das Papier, das Kunstdruckpapier gelblich, also die hatten auch kein richtig hervorragendes Papier. Ich habe die Bücher natürlich noch und dann viele Schwarz-Weiß-Abbildungen drin und so, aber doch sehr informativ. Und diesen Orden hier, oder Wimpel, das ist sowas, was man sich auch bei sportlichen Wettkämpfen dann gegenseitig überreicht. Sowas habe ich auch bekommen hier vom Sportkomitee und dann habe ich hier heute bekommen Blau-Rot. Das sind ja in allen Städten die Farben. Ja, es gibt Rot und Wies, ach nie vergesse ich dies, gibt es in Köln und die Blau-Weißen und die Rot-Weißen und so weiter und heile, heile Gänschen und dann will ich mal so sagen, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, Karneval sei die Verlängerung von Weihnachten. Das ist nur hier bei mir in Ermangelung der entsprechenden Tüte. Und jetzt ist es aber auch schon vorbei. Ab jetzt sind die rot-orange gekleideten Leute wieder Bhagwan oder Kommunisten.